Übrigens, das wollte ich Ihnen noch erzählen. Was erwartet Sie? Bevor ich es vergesse, was auf ein Wort. Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen für den November 2021. Ich möchte Ihnen hier in einem kurzen auf ein Wort vorstellen, was Sie im Monat November erwarten wird. Da haben wir zum einen eine Fallbesprechung, da geht es um einen etwas ungewöhnlichen Fall, so im Umfeld von Depressivität und Schizophrenie. Ein bisschen Demenz ist auch dabei und ich würde mich wieder freuen, wenn Sie zu diesem Fall etwas beitragen, kommentieren, so Ihre eigenen Erfahrungen berichten. Dann möchte ich Ihnen etwas erzählen über Lichttherapie. Da gibt es eine interessante Studie jetzt aus Norwegen, die doch die Wirksamkeit von Lichtdecken etwas plausibler beschrieben hat, als das in der bisherigen Forschung der Fall ist. Also ein Lichtblick zu Lichtdecken passt ja eigentlich ganz gut zu dieser Jahreszeit. Ja, der Höhepunkt wird dann wieder sein, der Newsletter, der Ende November wieder ansteht. Da geht es um eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Themen. Also einmal geht es um Technologie, sowohl positive wie auch kritische Kommentare zu einigen technologischen Entwicklungen. Dann das große Thema Prävention und Risiken der Demenz. Ja, da gibt es einige ganz interessante Studien, was Demenz ein Stück weit verzögern kann, aber auch wie sich Demenz interessanterweise auf bestimmte kognitive Dimensionen auswirken, hier insbesondere auf die soziale Kognition. Dann haben wir etwas zur Personenzentrierung, 2, 3 Aufsätze, was hilft also, personenzentrierte Pflege besser zu implementieren. Dann eine ganze Reihe von Interventionen, so ein relativ bekanntes Spektrum an Möglichkeiten, sinnvoll auf Demenz einzuwirken. Dann eine etwas größere Studie zur Psychotherapie bei zu Hause lebenden Menschen mit Depressionen. Da ist ja das Problem, dass in der Regel Menschen, die also ältere Menschen mit Depressionen, dass die in die psychotherapeutische Praxis gehen müssen. Das ist aber aufgrund vieler Faktoren oft sehr schwierig. Und da gibt es eine interessante neue Berliner Studie zu diesem Themenfeld. Zum Schluss dann noch einige Ideen. Einmal zur Aggression, zum Verstummen und zu sehr schwer ausgeprägter psychiatrischer Störung im hohen Alter und was dort eine adäquate Versorgung sein kann, beziehungsweise wie schlecht die Versorgung für Menschen mit schweren psychischen Störungen im Alter aussieht. Ja, soweit mal unser Programm. Am Ende gibt es wie immer den Podcast, den mein Kollege Herr Rüsing für Sie anfertigen wird. Ich hoffe, Sie haben einen spannenden November mit unseren Themen. Vielleicht trägt das ja ein bisschen dazu bei. Und freue mich auf Ihre Kommentare und Rückmeldungen, die übrigens im Oktober durchaus zugenommen haben. Da freue ich mich sehr drüber. Alles Gute Ihnen, bis dahin. Christian Müller-Hergel vom Dialogzentrum Leben im Alter. Ein Wort.